Hallöchen und herzlich willkommen zu Part Nummer 2 von meinem FluidTube 3 Tutorial, gesamte Webseite mit FluidTube 3 umsetzen. So, in Part 1 haben wir ja schon das Layout soweit vorbereitet, dass hier die gesamte Webseite so aussieht, wie sie in dem Download-Template aussieht. Das wollen wir jetzt ein bisschen auseinanderdröseln, und zwar wollen wir aus dem Layout alle Teile, die nicht direkt zum Layout gehören, rausnehmen. Und die erstmal in das Page-Template rauslagern. Da gehören sie auch nicht rein, aber das ist der nächste Schritt. Also wir nehmen das Layout und schmeißen da erstmal alles raus. So, jetzt müssen wir einmal gucken, was gehört denn eigentlich zum Layout. So, wir schauen uns einmal hier den Quellcode unter Bearbeiten an. Was hat er hier? Favicon. Na gut, ein Favicon haben wir auch nicht im Moment. Google Maps, API, das ist der Fehler, den wir schon kennen. So, das brauchen wir auch im Moment nicht. So, dann schließen wir mal hier alles. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier oben Header. Da ist ein Section Header, Div Container, Navbar und so weiter und so fort. So, wenn wir das Ding rauslöschen, gut, dann haben wir keine Navbar mehr. Die gehört zum Layout. Die können wir im Layout lassen. So, dann diese ganzen Kommentare hier, die schmeißen wir auch mal kurz weg. Die sind ja dann nicht raus aus der Seite, sondern sind nur hier im Debugger verschwunden vom Chrome. So, dann haben wir hier den Slider. Der Slider ist ein Content-Element. Können wir entfernen. Section About, Content-Element. Testimonials, Content. Services, Content, Testimonials. Team ist auch ein Content-Element. Parallax, Preise, Testimonials. Die Galerie, Parallax, Kontaktformular, die Karte, so, und der Footer. Der Footer ist ein Layout-Element, würde ich jetzt behaupten. Und das hier ist unser Scroll-Up. Das ist dieses Teil hier. Den können wir auch im Layout belassen. So, das heißt, alles, was wir jetzt nicht mehr haben, können wir auch wirklich rauswerfen aus unserem Page-Template. So, das heißt, ich klappe das hier mal ein bisschen zusammen. Slider, About. So, ich weiß nicht, ob diese ganzen Kommentare irgendwelche Besonderheiten haben. Wahrscheinlich nicht. Die sind wahrscheinlich einfach nur wirklich da, um was ein bisschen auseinanderzuhalten hier. Sections. So, Footer, Scroll Up. So, ab der Map bis zum Slider. Das wollen wir alles komplett entfernen. Hier oben ist der Header, den lassen wir natürlich noch da. So, alles, was jetzt markiert ist, schmeißen wir raus. So, speichern das einmal ab, laden die Seite einmal neu und stellen fest, jetzt können wir auch nicht mehr weit scrollen, jetzt nur noch ein bisschen hier. Gucken einmal den Quellcode, wesentlich aufgeräumter, nur noch wirklich das, was wir auch jetzt wirklich hier noch drin haben. Und, also ich habe es hier zusammengeklappt, damit das ein bisschen übersichtlicher aussah. So. So, die Sachen, ich habe das jetzt alles in der Zwischenablage, die fügen wir jetzt erst einmal in unser Page-Template ein. So, wir sind jetzt momentan in Private Layouts Page. Jetzt gehen wir in den Ordner Private Templates Page und da drin Standard-HTML. So, Standard-HTML, wir könnten sie auch Home oder Start oder wie auch immer umbenennen. Hauptsache, wir ändern dann hier drin auch die Form-ID. Die räumen wir jetzt auch erstmal ein wenig auf. So, wir schmeißen hier einfach mal alles komplett weg. Speichern das Ganze einmal und schauen, hat sich was verändert? Nein. So, um das jetzt, ich werde einmal ganz kurz hier ein Fluid-Kommentar einbauen und dort alles reinkopieren, was ich jetzt in der Zwischenablage hatte. Also in diesem FC, F-Comment, da wird das hier absolut nicht verwendet, komplett nicht rausgerendert. Deswegen, wenn ich jetzt hier lade, es passiert definitiv nichts. So, ich will einmal kurz zeigen, was passiert. Es gibt hier die Section Configuration. Ich klappe das mal ein bisschen auf hier. So, die Section Configuration. Da drin sind alle Konfigurationssachen zu diesem Page Template. Wir sind ja unter Templates Page. So, das Page Template beeinflusst die Backend-Spalten. Das schauen wir uns hier einmal an. Page
klicken die Startseite an. So, und dieses Backend-Layout hier, da haben wir jetzt eine Main- und eine Write-Spalte. Theoretisch, wir haben ja hier gar keine Mehrspaltigkeit in diesem Layout. Jetzt ist natürlich momentan gerade schwer zu sehen. Wir schauen einmal, green, zack. Und schauen noch einmal in die Live-Preview. So, also hier haben wir eigentlich nur eine einzige Spalte, wo wir Content einfügen. Okay, wir haben dann in dieser Spalte noch wieder mehrere Unterspalten, aber die regeln wir dann über Grid-Elemente. Also das ist erstmal komplett außen vor. Im Prinzip haben wir hier eine Spalte, in der Spalte ist der Slider drin, in der Spalte ist das Our Company-Modul drin, in der Spalte ist der Parallax drin, in der Spalte ist unser Service drin. Was dann in diesem Element passiert, das ist erstmal vollkommen egal. Wir sagen einfach, dass dieser Bereich hier eine Spalte ist. So, und in diesem Bereich haben wir dann hier nochmal wieder drei Unterspalten in dem Sinne. Das ignorieren wir aber erstmal vollkommen. So, das heißt, die Spalte Right, rechts, können wir eigentlich hier entfernen. So, dann ist das Ding hier CallSpan 3. Wir schauen mal, was jetzt im Backend hier passiert ist. Oder ob überhaupt was passiert ist. Um jetzt nicht das gesamte Backend, ich mache das jetzt mal. Ich lade mal die Seite neu. Dann ist bei Typo 3, landen wir immer wieder auf dieser Seite. Müssen dann wieder auf Page, müssen wieder die Startseite anklicken. Ich habe das gerade eben, also jetzt in dem anderen Video schon mal gemacht. Man kann einfach in diesem Frame rechtsklicken und sagen Frame neu laden. Ich spreche jetzt von Google Chrome. Bei anderen Browsern ist das bestimmt ähnlich. Dann lädt sich nur dieser Teil neu. Theoretisch könnten wir wahrscheinlich hier auch, na gut, da ist mit JavaScript der Rechtsklick abgefangen, aber wir können dieses Frame neu laden in allen von diesen Frames verwenden. So, das heißt, Frame neu laden lädt diesen Bereich hier neu. Er hat kurz aufgeblinkt, habt ihr vielleicht gesehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die rechte Spalte hier rausgeschmissen aus diesem Template. CallSpan 3, es ist zwar jetzt CallSpan 3, aber es geht trotzdem über die gesamte Spalte, weil es nur einen gibt. Deswegen ist das mit, natürlich könnten wir auch 1 reinschreiben, dann würde es immer noch die ganze Spalte sein. Ich mache trotzdem gerne immer 4 daraus. Nur alleine, wenn wir da jetzt was hinzufügen, dass wir das ein bisschen sortieren können. So, das heißt, wir haben hier in diesem Element ein Flux Grid. Das Grid, da drin haben wir eine Row. Und in der Row eine Column, eine Spalte. Und diese Row, die können wir auch duplizieren. Machen wir einfach mal. Und in dieser Row können wir wieder eine Column. Die muss allerdings dann eine andere Callpost haben, wie die hier oben. Und der Name sollte sie irgendwie unterscheiden. Ich drücke da jetzt einfach mal wild drauf. Lade hier einmal den Frame neu. So, jetzt haben wir hier die Main und die, die ich gerade erstellt habe, unten drunter. So, innerhalb von dieser Row können wir jetzt auch sagen, wir erstellen einfach noch die Callpost 3. Entschuldigung, wir sind ja erst bei 2. Callpost 2 und teilen die beide hier auf 2 auf. Laden einmal neu. Dann haben wir jetzt, ups, da fehlt noch irgendwas. Callpost 2... Ach so, der Name ist der gleiche, das darf nicht sein. So, jetzt haben wir hier 2 Spalten. Ja, wir machen das einfach mal. Row 2 minus 1. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Row 2 minus 2. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen und Bindestriche in diesen Row-Namen funktionieren überhaupt. Schauen wir mal. Ja, scheint tatsächlich zu gehen. Also das ist, sollte man absolut nicht tun. So. Also ich werde das auch mal wieder rückgängig machen hier. Row bottom left, row btm right. Weil diese Bindestriche und sowas, die können Probleme machen beim Rendering von den Seiten und sowas. Da solltet ihr aufpassen, dass ihr wirklich nur Buchstaben für verwendet. Höchstens noch Zahlen, aber dann keine Bindestriche. So, und da sind die beiden Spalten. Und wenn wir das hier oben jetzt noch eine hinzufügen, da wären wir jetzt bei Content Spalte 3. Nennen die dann Main 2, dann haben wir hier oben. Na, leider neu. Ah, jetzt habe ich den Fehler, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ich habe die Seite neu geladen und nicht nur einfach den Frame. So, jetzt so einen Reflex klicken. So, zack. So, jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier 2 große Spalten und hier unten 2 kleine. Die hier haben beide CallSpan 2 und die oben haben beide CallSpan 4. Das heißt, das Backend besteht jetzt hier aus 8 Calls und die teilen sich dann wiederum damit auf. Also da muss man auch, kann man so ein bisschen hier das optisch so ein bisschen anpassen hier im Backend. Uns genügt aber grundsätzlich, ich schmeiße jetzt mal alles wieder raus, die komplette Row hier kann weg. So, zack. So. Gut, diese ganzen Leerspalten hier, ich bin da nicht unbedingt so ein Freund von.
An einigen Stellen ja, da wo es optisch gut reinpasst, aber hier brauchen wir das nicht. So, nun laden wir einmal neu, haben nur noch eine einzige Spalte, die Main-Spalte, und die soll uns jetzt fürs Erste erstmal genügen. Wir werden nachher wahrscheinlich noch eine andere Spalte noch hinzufügen. Zum Beispiel könnte man für den Slider eine eigene Spalte machen, aber das gucken wir uns dann später an, wenn wir da angekommen sind. Jetzt wollen wir erstmal schauen, was denn hier in der Main-Section überhaupt passiert. So, also wir haben ja hier diese Backend-Spalte. Das ist in der Configuration-Section. Die klappen wir jetzt mal zu. So, und dann haben wir hier die Section Main. Wie sie heißt, ist grundsätzlich egal, aber Main ist auf jeden Fall immer ein schöner Name. Ich behalte ihn eigentlich immer bei. So, und wenn ich jetzt in dieser Section Main, ich mache da jetzt einfach mal ein P-Tag rein und schreibe da Hallo YouTube. Ausrufezeichen. Speichere das Ganze. Und dann schauen wir uns einmal an. Ich lösche jetzt sicherheitshalber den Frontend-Cache. Und dann schauen wir uns einmal an, ob irgendwas passiert ist. So, offensichtlich nicht. Gucken wir einmal den Quellcode. Suchen nach Hallo YouTube. Nichts zu finden. So, warum nicht? Das ist ganz leicht zu erklären. Diese Section Main wird derzeit überhaupt gar nicht ausgegeben. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück in unser Layout. Dann Page. So, und im Layout werden wir jetzt mal schauen, wenn wir hier was reinschreiben, da müsste ja eigentlich was passieren. So, wir haben hier die Section Footer und Header und dazwischen werden wir einfach jetzt mal einen P-Tag reinschreiben. Hallo Layout. So, wir laden einmal neu. So, Hallo Layout steht da oben. Ich werde hier mal das ein bisschen duplizieren, um das ein bisschen größer zu machen hier. So, hier steht jetzt ganz oft Hallo Layout. Wenn wir scrollen, funktioniert das Menü auch wunderbar. An dieser Stelle wollen wir jetzt unseren Inhalt rendern. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass dieses Page-Template, wo jetzt hier Hallo YouTube steht, das werden wir auch mal ein paar Mal reinschreiben, speichern das, dass dieses Page-Template in dem Layout mit ausgegeben wird. So, und das erreichen wir, indem wir hier an dieser Stelle, das hier ist exakt die Stelle, wo das auch ausgegeben werden soll, weil hier ist der Header, der Footer und dazwischen ist jetzt momentan noch nichts. Da wollen wir all das hier unten rein haben. Und da machen wir einfach einen Fluid View Helper auf. Und zwar den F:Render, Leerzeichen. Und dann gibt es hier Section, Argument, Partial und so weiter und so fort. Wir wollen eine Section rendern. Und zwar die Section Main. Wir brauchen hier nicht HTML oder sowas hinterschreiben oder gar nichts. Die Section heißt einfach nur Main. Da, Main. Der Name ergibt sich daraus, dass dieses Layout, dass dieses Template das Layout Page verwendet. Page ist dies hier. Die beiden sprechen jetzt miteinander und das Page Template sagt, ich möchte jetzt deine Section Main haben. So, speichern wir das Ganze mal ab und schauen, ob jetzt hier Hallo YouTube steht. Wundervoll. Das hat funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt erreicht, dass in unserem Page Template in unserem Page Layout der Inhalt des Templates ausgegeben wird. So, nun wollen wir noch einmal hier diesen ganzen Kram wieder rauskopieren. Den Comment schmeißen wir weg. Und hier fügen wir jetzt das ein, was wir da jetzt hatten. So, das ist jetzt eine ganze Menge Code. Ich werde das hier mal zusammenklappen. Also nur der Optik halber. Ich weiß nicht, ob ihr für solche Kommentare seid. Ich nehme jetzt die Optik halber mal raus. Wenn die Seite wirklich komplett sauber gemacht ist nachher, dann würde sowieso der Source Opt, die Extension Source Opt oder welche auch immer man dafür verwendet, den Quellcode danach bereinigen und alle Kommentare entfernen, die nicht irgendwie verwendet werden. Und dann kommt eben halt auch nur eine einzige Zeile Quellcode dabei raus. So, wir haben jetzt hier die ganzen Sections, Slider, About, Testimonials und so weiter und so fort. Ich speichere das wieder ab. Und theoretisch müsste die Seite jetzt wieder aussehen wie vorher. So, was haben wir hier? Sieht ganz okay aus. Sind genau die gleichen Fehler drin wie vorher, aber keine dazugekommen. Also sollte das alles soweit in Ordnung sein. So, wenn wir... Jetzt muss ich mir einmal überlegen, was wir jetzt als nächsten Schritt machen. Wenn wir jetzt ein Page-Template, also ich würde jetzt Standard einfach für die Startseite verwenden. Das ist jetzt die hier. Und im Moment ist dieses Layout so gebaut, dass ich hier, wenn ich draufklicke auf Service zum Beispiel, hier unten in die Service-Section gelange.
Ich werde dieses Template so umbauen, dass das alles Unterseiten sind. Das ist einfach zum Verständnis her wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt anfange und diese Sprunglinks behalte. Die Seiten dazu aber eben halt über, zum Beispiel würde ich jetzt in diesem Fall ja so machen, dass ich Seiten im Seitenbaum erstelle und die dann über ein Menü als Inhalt rendere. Über V-Page-Menü in dem View-Helper. Wenn euch das nichts sagt, vollkommen egal, vergesst es erstmal wieder. Ich werde es nicht machen in diesem Tutorial. Und zwar werde ich einfach hier Seiten machen. Wenn ich auf About klicke, lädt die Seite neu und er lädt eine vollkommen andere Seite. So, diese vollkommen andere Seite sieht optisch, ein bisschen muss ich sie auch anpassen, dass man den Unterschied sieht, aber sie sieht im Prinzip optisch genauso aus. Wir werden bloß ein anderes Page-Template ansprechen. Also das Layout behalten wir bei, aber das Template werden wir ändern. So, was bedeutet das? Wir erstellen einfach eine Kopie von diesem Standard-Template und nennen das Subpage zum Beispiel. So, Subpage. Da werden wir jetzt, also die Sections können exakt den Namen behalten, wie es ist. Layout Page muss auch bleiben. Das einzige Flux Form ID werden wir hier Subpage reinschreiben. Alles in Kleinbuchstaben, auch wenn hier der erste Buchstabe groß sein muss bei den Templates. Also das ist auch wirklich wichtig. Die Templates, der erste Buchstabe muss immer groß geschrieben sein. Wenn die da irgendwie Schreibfehler machen, also der erste Buchstabe muss definitiv groß sein, sonst funktioniert das alles nicht. Weil Flux oder beziehungsweise auch allgemein Typo 3 achtet extremst auf diese Konvention, dass die Namensgebung auch wirklich so ist, wie sie sein soll. Sonst werden diese Templates nicht richtig geladen. So, wir erstellen jetzt erstmal hier oben Subpage reinschreiben. Colpos 0, Colspan 2, Name Main. Na gut, Colspan können wir sogar auf 4 wieder ändern. Das wollte ich ja sowieso. Das mache ich in dem Standard-Layout auch nochmal. Configuration, Colpos 4. So, die Subpage, da werden wir jetzt Slider, Clean, Modern, Design Template, da schreiben wir mal rein Subpage. So, speichern. Dann erstellen wir eine Unterseite innerhalb von Startseite. Nennen die, was haben wir denn hier Schönes an Seiten? Home, About, Service und so weiter. Wir nennen sie dann erstmal About. Aktivieren die Seite. Enable, dann klicken wir einmal drauf. Wir sehen hier, Main ist die Content-Spalte, weil bei der Startseite unter Bearbeiten in Page Layouts hier steht, für die Subpages soll das gleiche Template verwendet werden. Example Page. So, hier seht ihr schon, hier ist ein leerer Eintrag. Das liegt daran, dass wir noch die Local-Lang-Datei noch nicht angepasst haben. Das müssen wir jetzt noch einmal tun. Ich zeige euch das trotzdem einmal so. About, Page Layout und diese Seite hier soll nicht Parent Decides, sondern jetzt entweder Example Page oder wir können sogar diesen leeren Eintrag hier auswählen. Das ist jetzt unser Subpage Template. So, warum hat es keinen Text? Bei Flux sind die Konventionen auch so. Hier haben wir jetzt das Flux Form mit ID Subpage. Wir gehen jetzt mal in die Language Datei. Die wird uns immer wieder begegnen auch. In die LocalLang.xlf, also unter Resources, Private, Language, LocalLang.xlf, öffnen diese. Und hier finden wir schon Flux Standard, Flux Standard Description, Flux Example und so weiter und so fort. So, dieses Flux Standard, das ist unser Template. Also das ist jetzt sehr kurz geschrieben, also das ist nicht Flux.Private.Layout.Page oder was auch immer, sondern es ist einfach nur Flux.Standard. Dann weiß Flux, das ist unser Page-Template. Dazwischen, also hier sind die Content-Elemente und hier werden wir nochmal diesen Block duplizieren. Schreiben dann flux.subpage. Also das hier ist der Name, nicht von der Datei, in Anführungszeichen schon, aber eben da kommt der Name rein von dem Flux-Form, also die ID dazu. flux.subpage und da können wir reinschreiben subpage-template und flux Subpage Description. Da können wir dann die Subpage. Ich schreibe da mal Description. Description, also die Beschreibung der Unterseite. Flux Subpage Description, alles wunderbar. So, wir laden jetzt einmal neu, Frame neu laden. Und werden vermutlich feststellen, dass nichts passiert ist, weil bei Anpassungen in der Language-Datei müssen wir immer
das ist ganz wichtig, den All-Cache löschen. Also früher hieß das System-Cache bei 7.6, bei 8.7 ist das der All-Cache. Und wenn wir dann diesen Frame neu laden, dann sollten wir jetzt eigentlich auch hier oben das Subpage-Template sehen. Genau, Subpage-Template. So, Example-Page, das können wir hier auch nochmal austauschen in Homepage-Template. Und dann schreiben wir hier noch, dies ist unsere Homepage. So, hier müssen wir jetzt natürlich wieder den Cache leeren und Frame neu laden. So, dann machen wir auch so Page draus. Obwohl, eigentlich können wir das auch Parent Decided machen. Ich mache wieder hier Parent Decides. Okay. Parent Decides, weil dies ist ja eine Unterseite. Also hier könnt ihr wirklich pro Seite das bestimmen, was ihr für ein Template haben wollt. Wir machen jetzt einfach auf der Startseite direkt Page Layouts, This Page, Homepage Template und Subpages, Subpage Template. Speichern das Ganze. Dann laden wir jetzt hier einmal die Subpage, die About-Seite. Und hier steht schon ganz fett Subpage. So, und wenn ich jetzt das hier schließe, wieder auf die Startseite gehe, steht hier Clean and Modern Design. Also er lädt jetzt bei der Unterseite wirklich dieses Subpage-Template und bei der Startseite das Standard. Ups, daneben geklickt. Das Standard-Template. So. Das zu den Page-Templates. Damit können wir eben halt für Startseite, Unterseite, wenn wir wollen, auch noch für was auch immer, für Galerieseiten oder sowas in der Art, eigene Seitentemplates machen. So, wir könnten auch mehrere Layouts machen, dann müssten wir halt in der Subpage sagen, wenn die ein anderes Layout laden soll, der soll hier nicht das Page-Layout laden, sondern meinetwegen Page, Subpage-Layout oder whatever. Das müssten wir dann hier oben reinschreiben. So, aber das wollen wir gar nicht, wir behalten ein Layout bei, wir haben immer hier oben das Menü und hier unten den Footer im Layout. Achso, und den Scroll-Up-Button natürlich. So, damit haben wir jetzt Layout getrennt von Inhalt. Wir sind immer noch nicht so weit, dass wir was mit Dynamik haben. Also wir können immer noch keine Inhalte pflegen im Backend. Aber auf jeden Fall, ich schaue mal kurz, wie lange wir aufnehmen, 22 Minuten. Wir könnten sogar schon ein kleines Testelement einmal erstellen, um zu sehen, was da passiert. So, also wir nehmen, also erstmal schließe ich die Startseite. Wir haben sie hier noch offen, genau, die lade ich einmal neu. Auf der Startseite in der Main-Content-Spalte. Da wollen wir jetzt einfach mal ein Testelement reinstecken. So, und zwar gibt es hier unter FCE Example das Example-Element. Da gibt es ein Feld, das heißt Settings.HelloWorld unter Plugin-Options. Da schreiben wir es rein. Hallo Internet. So, wir speichern das Ganze ab. Schließen das Element und schauen mal hier Your Input. Hallo Internet. So, wo kommt das jetzt her? Ich schiebe das mal irgendwie so ein bisschen hier rüber, dass man da so ein bisschen mehr von sehen kann. So, das brauchen wir auch nicht ganz so breit haben. So, hallo Internet, wo kommst du her? Und zwar ist das unter Private Templates, dann gibt es hier noch den Ordner Content. Dort liegen die Content-Elemente, in unserem Fall jetzt nur das Example-Element, was wir hier gerade eingefügt haben. Und in diesem Element finden wir hier unter anderem Your Input, Settings Hello World. Settings Hello World ist in diesem Fall eine Variable. Da steht drin Hallo Internet. Und wenn wir jetzt im Frontend gucken, müssten wir theoretisch, nein, werden wir nicht sehen, aber müssten wir theoretisch einmal Content Element, mein Template ist so und so und so und so, das hier sehen. Wird derzeit nicht rausgerendert, deswegen wird da jetzt nichts passiert sein. Ich kann es ja trotzdem einmal neu laden hier. So viel zum Thema Responsive. Dieses Layout, das habe ich tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht getestet, wie das mit der Responsiveness aussieht. Können wir einmal ganz kurz machen. Also ich habe nur gesagt, ich setze dieses Template um. Ich habe nie gesagt, dass es responsive ist. Okay, wir schauen mal. Also obwohl, hier steht ja ganz fett, dass es responsive ist. Ja, so viel dazu. Also hier, das ist, das ist responsive. Okay. Das ist ja auch vollkommen irrelevant, also wir wollen da wirklich jetzt nur das Template technisch umsetzen. Responsive ist es nicht, aber gut, dann darf ich das halt nicht so klein machen, das Fenster. Hätte ich natürlich auch vorher mal überprüfen können.
So. Ja, wir haben hier was eingefügt, es ist überhaupt nichts passiert. Sieht alles aus wie vorher. Warum? Weil diese Content-Spalte noch nicht gerendert wird. So, Content-Spalte, da haben wir gerade dieses FCE reingetan. Die wird ja im Page-Layout festgelegt. Entschuldigung, im Page-Template. Und zwar in Standard. Das Layout mache ich mal weg. Standard. So, hier ist Callpost 0. Das ist die Content-Spalte 0. Da haben wir jetzt das FCE, das Fluid Content Element oder Flexible Content Element, wie auch immer man das nennen möchte, mit dem Namen Example reingelegt. Und wir wollen jetzt einfach mal den Inhalt, das was hier in der Main Section, da ist schon wieder die Main Section, also Section Preview und Section Main. Preview ist immer das, was hier im Backend zu sehen ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man das umbenennen kann. Also wenn ich es umbenenne, da wird es nicht mehr funktionieren. Aber wenn wir jetzt hier noch ein BR reinschreiben und dann Hallo Welt, dann wird auch dies hier im Backend erscheinen. Zack, Hallo Welt. So, das machen wir wieder weg. So, aber die Section Main von dieser Content-Spalte wollen wir jetzt ausgeben. Und zwar machen wir das unterm Slider. Und dafür müssen wir, wir haben mal hier den VHS, die VHS-Extension drin. Und da können wir dann einfach sagen, V Doppelpunkt Content Content Punkt Render Kolumn 0. So, das ist unsere Spalte 0. Wir schließen dieses Tag, drücken Speichern. Dann schauen wir noch mal, was im Frontend jetzt sich tut. Oh, da habe ich schon irgendwas gesehen. Einmal Content Element. Und wenn wir jetzt im Quellcode gucken, werden wir feststellen, ein Content-Element, wo genau ist es jetzt? Wo haben wir es denn eingefügt? Unterhalb des Sliders. Da. Genau, hier. My Template ist einmal Content-Element, also exakt der Inhalt von der Main-Section wird jetzt hier rausgerendert. Da. Bis dort. Das hier ist Standardinhalt, der wird von Type 3 so generiert. Wir fügen im Prinzip jetzt ein Element ein und er erstellt einen Frame um dieses Element herum. Das ist ein Wrap, den können wir uns zu Nutzen machen. Und zwar kann ich hier einmal draufgehen auf das Content-Element. Ich mache das jetzt noch ein bisschen breiter. Und da gibt es hier verschiedene Einstellungen, zum Beispiel hier Frame Default. So, und die Dinger kann man verwenden, um diese Klassen hier zu manipulieren. So, hier ist jetzt Frame Layout 0. Dann ist wahrscheinlich hier bei Default auf Layout 0. Wenn ich jetzt hier einfach mal, was ich Indent anklicke, ich weiß nicht, ob das standardmäßig überhaupt gesetzt ist, aber wenn ich das jetzt mache, müsste sich theoretisch hier, genau, da hat sich irgendwas hier, Frame minus Indent. Da hat sich auf jeden Fall eine Klasse verändert. So, das ist der Frame. Also, da ich überhaupt nichts verändert habe an dieser Provider Extension, werden auch Frames hier alle noch im Standard ausgegeben. Das soll uns erstmal relativ egal sein. Uns ist wichtig hier dieser Inhalt von dem Content-Element. Und das haut soweit ja auch hin. So, und dann können wir hier eigentlich mal den ganzen Kram rausschmeißen. Settings Hello World lassen wir mal drin. Wenn wir hier neu laden, steht hier nur noch Hallo Internet mit ultra vielen Leerzeilen. Das liegt daran, dass die leider hier mit rausgerendert werden. Wenn ich das hier komplett in eine Zeile schreibe, dann müsste das hier wesentlich besser aussehen. Naja, wesentlich besser ist jetzt auch irgendwie ein bisschen weiter hergeholt. Es gibt noch einen View-Helper, der heißt F Doppelpunkt Spaceless. Wenn wir den verwenden und da irgendwas reinlegen. Oh, jetzt habe ich hier gleich die Section mit wegkopiert. Die müssen wir natürlich unten drunter packen. F Spaceless. Moment. Habe ich die Section nicht da gerade wieder eingefügt? So, Section. Und jetzt nochmal schauen, wie sieht es jetzt aus? Auch nicht viel besser. Aber alles, was jetzt zwischen diesem Spaceless ist, ich weiß gar nicht, kann man das außerhalb der Section packen? Habe ich nie versucht. Nein. Wird ohne diese ganzen Tausenden von Leerzeichen ausgegeben. Manchmal ist das hilfreich. Aber in diesem Fall ist mir das gerade relativ egal, weil sowieso ganz am Ende der Quellcode nochmal bereinigt wird. Aber das ist wirklich
ganz zum Schluss, wenn der gesamte Quellcode fertig ist. So, wir wollen jetzt mal hier neu laden. Da dürfte jetzt auch nur noch Hallo Internet stehen. Genau. Wir wollen jetzt in dieses Testelement. Ja, wollen wir da schon ein Element übernehmen? Ich schaue mal kurz. 30 Minuten. Nein, ich würde sagen, wir lassen tatsächlich jetzt bei 30 Minuten, dann ist dieser Part nicht ganz so lang. Dann ist das auch nicht ganz so, ganz so erdrückend. Wir haben jetzt das Layout und das Page-Template getrennt. Wir haben sogar noch ein zweites Page-Template erstellt, die Unterseite mit dem anderen Page-Template ausgestattet. Ein Example-Content-Element haben wir mal eingefügt. Wenn ihr damit schon mal rumspielen wollt, könnt ihr natürlich auch mal versuchen, was passiert, wenn ihr hier irgendwas verändert in diesem Example-Element. Das liegt unter Templates, Content, Example. Ihr könnt ja auch einfach mal eine Kopie davon erstellen, das umbenennen, mal schauen, was passiert. Und ich denke, wir schließen dann diesen Part damit ab. Und im nächsten Part werden wir einfach mal den Slider und vielleicht sogar noch dieses Our Company Modell Content Element erstellen, dass wir die ersten zwei schon mal haben. Und dann wisst ihr auch vielleicht sogar schon, wie man die restlichen alle erstellt. Aber das können wir uns dann in dem darauffolgenden Part nochmal anschauen. Da würden wir dann die ganzen anderen Elemente wahrscheinlich erstellen. Vielleicht erstelle ich auch, weil das ist dann nachher nur noch immer das Gleiche, so mehr oder weniger. So ein bisschen tricky noch. Aber vielleicht erstelle ich auch nebenbei und zeige sie dann nur einmal und erkläre einmal kurz, was ich gemacht habe. Aber den Slider, denke ich, Slider ist ein bisschen so ein spezielles Thema. Ich habe auch schon ein YouTube-Video hier gemacht, wo ich einen Slider FCE erstelle. Das könntet ihr euch auch schon anschauen. Dann habt ihr schon mal so ein bisschen so grundlegend eine Idee, was ich da mache. Und im nächsten Video erstellen wir dann den Slider, das Our Company Modell, Objekt, Content Element. Mensch, ein bisschen verwirrt heute hier. Und damit möchte ich dieses Video dann auch beenden und hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.